Ja, ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, dass ich dem Wald wirklich den nötigen Respekt entgegenbringe, den er auch verdient hat, in Form von Wertschätzung und Anerkennung, was der Wald für uns eigentlich auch alles leistet und wir ihm zu verdanken haben. Ja, ich bin der Günther Tünser, komme aus Schneefis. Mein Beruf ist Forstarbeiter und auch Waldpädagoge. Ein Forstarbeiter ist derjenige, der wirklich im Wald arbeitet, die ganzen Tätigkeiten, die anfallen in unseren Wäldern. Das ist im Frühling für Pflanzen setzen, zur Kulturpflege im Sommer, die ganze Waldpflege, die ganz wichtig ist, aber auch dann natürlich die Holznutzung, die Holzernte in verschiedensten Formen, Arbeiter des Waldes. Waldpädagoge, das ist der, wo dem Wald eine Stimme gibt in Form von Öffentlichkeitsarbeit. Wo es darum geht, die ganzen Leistungen vom Wald, die er für uns erbringt, aber auch die ganzen Wirkungen, die Herausforderungen, aber auch vor allem die Schönheit und die Vielfalt des Waldes einfach den Leuten näher bringt, speziell Schulklassen, aber auch allen Interessierten. Ja, Arbeit ist für mich eigentlich Vergnügen, das Lebenselixier. Das ist eigentlich auch der Grund von meinem Erfolg, weil ich sehe es eigentlich nicht als Arbeit in dem Sinn, sondern als mein Leben. Und ich bin einer von denen Glücklicher, wo genau das tun darf, was ich gern tun, wo mir in die Wiege gelegt worden ist und wo ich eigentlich auch gut kann. Ja, Forstarbeiter ist schon länger Geschichte, weil ich bin jetzt doch schon mal reifer Alter und mache jetzt das schon über 30 Jahre. Ich bin eigentlich gelernter Zimmermann, aber auf einem Bauernhof aufgewachsen und da ist natürlich der Wald und die Arbeit in der Natur im Freien immer das Thema gewesen. Und Holz ist natürlich auch immer das, wo ich mich so angezogen gefühlt habe, wo ich einfach so gern gemacht habe. Sei es in den Wäldern gewesen, als Kind, aber auch einfach geschaffen mit Holz und darum dann auch die Berufswahl auf Zimmermann. Aber gleichzeitig auch immer schon gern in den Wald. Zum Teil auch müssen, wie es halt ist auf einem Bauernhof, aber es war eigentlich keine lästige Pflicht, sondern eigentlich auch immer ein gern tun. Dann bin ich gleich einmal nach der Lehre als Zimmermann dem Ruf des Waldes gefolgt. Nachdem das den 1990 die großen Sturmschäden passiert sind da in Mitteleuropa und habe dann angefangen einfach holzen und bin das bis heute noch nach wie vor dem treu geblieben und mache das sehr gerne. Ja, das ist einfach die Berufung zu dem, dass man gerne in der Natur ist. Also man muss da einfach schon Naturmensch sein. Es ist sozusagen das Abenteuerarbeit eine von der wichtigsten Voraussetzungen eigentlich, das Schaffen in der freien Natur. Ja, mein Job, der ergibt mir eigentlich wirklich eine Lebensfreude in dem Sinn, dass es einfach erfüllend ist, dass ich es wahnsinnig gern mache, dass ich auch einen Sinn dahinter ziehe in dem, was ich tue. Und es ist einfach auch abwechslungsreich, spannend und herausfordernd. Fehler tut man einfach manchmal ein Dach über dem Kopf, wenn es besonders kalt oder heiß ist. Und was ich mir schon wünschen würde, wäre, dass der Wald einfach ein besseres Stellenwert kriegt, eine Bedeutung in der Gesellschaft, was er wirklich für uns bringt. Da wäre es wünschenswert, wenn da ein bisschen bessere Öffentlichkeitsarbeit für den Wald wäre.